Hallo, heute stelle ich euch die App Jekyll and Hyde vor. Ist ein Wimmelbildspiel. Ich drehe das jetzt gleich mal ins Querformat. Sind jetzt hier auch gleich im Spiel drin, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wimmelbild, sprich, ihr habt die Möglichkeit, in dieser App einzelne Sachen zu suchen. Ihr seid in England im späten 18. Jahrhundert und müsst seid als Detektiv unterwegs und müsst verschiedene Tatorte nach Gegenständen durchsuchen. Wir haben hier zum einen immer unser Wimmelbild, wo wir uns frei hin und her bewegen können, können uns umsehen. Wir sehen in diesem Fall, wir sehen hier sogar Blutspuren an der Wand. Kann mich also mit meinem Finger durchnavigieren und sehe es hier unten immer angezeigt, was ich finden muss. Ich habe zum einen die Möglichkeit, hier auf das Tagebuch zu tippen. Hier bekomme ich dann immer beispielsweise eine kleine Story, wenn zurzeit eine zur Verfügung steht. Wenn man ein jeweiliges Level auch beendet hat, startet so eine Story neu, beziehungsweise so ein Zwischendialog erscheint, wo dann verschiedene Personen, sowohl Opfer als auch eventuell Täter oder Verdächtige, in einer kleinen, nett verpackten Geschichte mehr oder weniger verhört werden. Hab hier links zum einen das Menü. Hier kann ich direkt ins Hauptmenü springen oder kann mir die Optionen anzeigen lassen. Und habe dann daneben noch auch ganz schön die Hinweise. Ich kann mir in jeder Welt, wenn ich Gegenstände nicht finde, Hinweise anzeigen lassen. Was ich finden muss, sehe ich immer hier unten. Es geht jetzt in diesem Fall also vom Ritterhelm über die Kiste bis hin zur Glocke. Ich schaue mich jetzt hier also einfach um und schaue, ob ich eins der besagten Gegenstände finde. Wenn wir beispielsweise sagen, die Kiste, die haben wir jetzt gefunden, dann kommt in diesem Fall ein neuer Gegenstand hinzu. Sprich, jetzt wird nach einer Mausefalle gesucht. Und ich muss mich jetzt wirklich also hier einfach hindurch suchen und sage ich jetzt, Mist, ich finde keinen Gegenstand mehr, der gesucht wird. Dann kann ich einfach auf den Hinweis tippen, sehe dann hier etwas eingekreist und kann da hinauf tippen und habe dann das nächste gefunden. Und man sieht, auch hier ist wieder ein neuer Gegenstand dazugekommen. Sprich, ich habe doch noch einige vor mir zu suchen, bis ich das ganze Level geschafft habe. Und in diesem Fall habe ich jetzt fünf Hinweise. Wenn ich jetzt auch hier sage, ich finde leider nichts, beziehungsweise hier haben wir eine große Mausefalle hängen. Da darf man sich also ab und zu nicht irritieren lassen. Die Gegenstände sind manchmal auch größer als in der Realität, gerade eben, um das Ganze schwerer zu machen, dass man nicht sofort hinaufkommt. Und es ist eben wirklich so ein klassisches Suchspiel, sage ich mal. Die Grafik ist wirklich sehr, sehr schön, sagt mir wirklich zu, läuft wahnsinnig flüssig, kostet 1,18 Euro, kann man sich also zu einem meiner Meinung nach wirklich fairen Preis herunterladen. Und es ist wirklich so ein nettes Suchspiel, in dem ich mich einfach hindurchsuchen muss. Ich würde sagen, wir springen mal jetzt noch ins Hauptmenü zurück. Sehen dann hier, wir können unser Spielprofil anzeigen lassen, kann hier mehrere Benutzer anlegen, wenn ich das denn möchte, dass also auch an einem Gerät mehrere Leute spielen können. Hab außerdem die Möglichkeit, wenn ich auf Rätsel tippe, mir die einzelnen Rätsel anzeigen zu lassen. Schön ist, wenn ich in dem Fall drin bin, sind immer wieder auch Rätsel versteckt. Das war jetzt einmal ein Memory, das ich lösen musste. Hier im ersten Fall, das kann man dann auch jederzeit wieder spielen, wenn man das möchte. Und man sieht, hier gibt es wirklich mit der Zeit einiges, was man freischalten kann. Tippe ich auf die Optionen, habe ich die Möglichkeit, die Musik ein- und auszuschalten und kann auch die Audio-Effekte ein- und ausschalten. Habe dann die Möglichkeit, das Spiel auch direkt fortzusetzen, wenn ich es so möchte, wenn ich hier hinauftippe. Und komme dann wieder in meinen aktuellen Fall. Man sieht hier, was ich wirklich auch sehr schön finde, das wurde gespeichert, wo ich das letzte Mal verlassen habe. Muss dann unten wieder schauen, was ich in diesem Fall suchen muss. Habe ich hier zum Beispiel ein Paddel, das wir finden müssen. Und muss mir wirklich da die ganzen Gegenstände dann zusammensuchen. Das ist wirklich recht anspruchsvoll. Am Anfang sieht es vielleicht noch ganz machbar aus. Ich sehe oben immer, wie viele Gegenstände ich noch finden muss. Es sind im Moment noch 8 Stück. Schauen wir mal, ob wir einen Schädel wo finden oder einen der anderen Gegenstände. Ist so auch wirklich das ganze Spielprinzip, also ein richtig klassisches Suchspiel. Wirklich nett sind die Dialoge immer zwischen den einzelnen Schauorten. Der Grafikstil gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich muss so einfach probieren, den Fall zu lösen und am Ende den Täter zu überführen. Wer also auf solche Such- und Wimmelbilder steht, für den wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung von mir. Die 1,18 € auf alle Fälle wert, sollte man sich wirklich einfach mal herunterladen und ausprobieren. Ja, so viel jetzt zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!